Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lernflix-Video. In diesem Video sollen wir die Biegespannung berechnen, und zwar von einer Welle, die mit zwei Riemenscheiben bestückt ist. Es sind folgende Angaben hier. Wir haben eine Kraft F1, eine Kraft F2, die hier nach unten ziehen mit unseren Keilriemen. Und wir haben ein Lager A und ein Lager B. Und wie gesagt, wir sollen die Biegespannung hier berechnen, und zwar die maximale. Zunächst mal müssen wir natürlich uns überlegen, wie jetzt diese Lagerkräfte hier wirken. Wenn hier eine Kraft nach unten zieht und hier eine Kraft nach unten, dann muss ja im Lager eine Kraft nach oben wirken und in diesem Lager natürlich auch eine Kraft nach oben wirken. Dann ist das Bauteil natürlich im Gleichgewicht. Wir müssen jetzt, bevor wir über Biegespannung reden können, natürlich die Lagerreaktion berechnen. Die Lagerreaktion berechnen wir wie üblich mit den Gleichgewichtsbedingungen. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, die Summe aller Fx ist 0. Wir sehen aber, wir haben keinerlei x-Kräfte in diesem System, somit können wir es weglassen. Als nächstes, die Summe aller Fy soll ja ebenfalls 0 sein. Das wäre unsere erste Bedingung dann eben. Und zwar haben wir Y-Kräfte eben die F1, die nach unten zieht, wenn wir unser Koordinatensystem wieder ansetzen. Hier wie üblich mit Y nach oben plus, X nach rechts plus und dann eben auch Drehmoment gegen den Uhrzeigersinn positiv. Dann können wir sagen, die F1 ist eben minus. Dann die Lagerkraft A geht nach oben, somit plus FA. Die Lagerkraft B oder zumindest die Kraft F2 geht wieder nach unten, negativ, und die Lagerkraft FB geht nach oben. Somit wären das meine Gleichgewichtsbedingungen in Y-Richtung oder meine Y-Kräfte. Als nächstes dann eben die Summe aller Momente um einen beliebigen Drehpunkt. Ich werde hier natürlich einen Drehpunkt wählen, wo ich keine Kraft habe, also zunächst das Lager A als Drehpunkt. So, die Kraft F1 dreht sich positiv um das Lager A mit diesem Abstand hier, also den Abstand A. Die Kraft F2 dreht sich aber negativ, ja, weil ja, wenn ich den Drehsinn hier so ansetze, kommt mir die Kraft F2 entgegen, also negative Kraft F2 mit dem notwendigen Abstand, also B, somit ein negatives Drehmoment. Und die Lagerkraft FB geht natürlich nach oben und dann erzeugt sie mir einen positiven Drehsinn um das Lager A plus FB, und der Abstand ist eben dieses 2 mal B hier. Und du siehst, hier können wir dann aus diesem Momentensatz können wir uns die Kraft FB rausziehen. Wir formen die ganze Gleichung nach FB um. FB mal 2B für den Abstand ist dann gleich die F2 mal B minus die F1 mal A. Jetzt bringe ich den Abstand 2B durch Division noch auf die andere Seite und erhalte dann eben hier folgende Formel für meine Kraft FB. Wir brauchen dann eigentlich nur noch einsetzen. Die Kraft F2 ist gegeben mit 8 kN, der Abstand B mit 0,4 minus die Kraft F1 mit 12 kN mal den Abstand 0,25, und das Ganze dividieren wir durch 2 mal den Abstand B, also 0,8. Und ich erhalte dann für die Kraft FB ein Wert von 0,25, und das Ganze ist ja in Kilonewton. Somit hat die Kraft FB 0,25 Kilonewton. Für die Kraft FA könnte ich jetzt entweder einen neuen Drehmoment ansetzen um den Drehpunkt B mit dem gleichen System wie dieser Momentensatz hier, oder ich gehe einfach in meine Summe aller Y rein und rechne mir die FA natürlich dann aus. Umgeformt diese Gleichung noch nach FA würde bedeuten plus F1 plus F2 und minus die FB, auch hier wieder eingesetzt. F1 ist 12 kN plus F2 mit 8 kN, dann minus die FB, die wir uns gerade berechnet haben, und wir erhalten für FA dann einen Wert von 19,75 kN.
Jetzt haben wir die Auflagerkräfte, das heißt, wir haben alle Kräfte in diesem System bestimmt. Um die maximale Biegespannung zu berechnen, brauchen wir natürlich den maximalen Biegemoment. Den maximalen Biegemoment können wir uns aber visualisieren, indem wir hier den Querkraftverlauf dieses Balkens uns vorstellen oder zeichnen. Wir haben vereinfacht dargestellt einen Balken. An diesem Balken wirkt jetzt die Kraft F1, die nach unten geht mit 12 kN. Ja, du könntest jetzt einen Maßstab hernehmen und sagen, 1 kN ist ein halber Zentimeter, dann müsstest du hier 6 cm nach unten gehen. Wir machen aber nur eine Skizze, damit wir sehen, wo es ungefähr verläuft. Dann verändert sich ja bis zum Lager A die Kraft nicht, bleibt gleich, ja, egal wo du den Balken hier schneidest. Es wirkt immer die Kraft F1 bzw. die Querkraft FQ. Beim Lager A geht es dann senkrecht nach oben und zwar 19,75. Also laut deinem Maßstab müsstest du jetzt eben dann, je nachdem was du genommen hast, von mir aus 9, knapp 10 cm nach oben gehen. Dann verändert sich ja die Kraft wiederum nicht bis zur Kraft F2. Die Kraft F2 geht dann senkrecht nach unten und zwar 8 kN. Also bis knapp unter diese Nulllinie, also sprich diesen Balken. Dann verändert sich die Kraft wiederum nicht bis zum Auflager B. Und dann geht sie eben diesen Viertel kN nach oben, den wir berechnet haben. Und das ist auch ganz wichtig im Querkraftverlauf, dass dieser Querkraftverlauf immer von Anfang bis zum Ende geschlossen ist. Ja? So, aber wir sehen jetzt hier schon Folgendes. Wir haben zwei Nulldurchgänge. Hier werden unsere Biegemomente sitzen, unsere maximalen. Wobei wir davon ausgehen können, dass hier der maximale Biegemoment ist, da wir hier eine viel größere Fläche haben. Und wie hier, und die Fläche zeigt uns ja das Biegemoment. Somit bräuchten wir eigentlich nur hier in diesem Punkt, nennen wir in Punkt 1, unser Biegemoment untersuchen. Wir können es natürlich auch hier in Punkt 2 machen, mit einem Schnitt. Der Einfachheit halber machen wir einfach nur hier jetzt einen Schnitt. Wir betrachten den Schnittpunkt 1. Das zugehörige Schnittufer ist dann eben das linke Schnittufer. Das heißt, das linke Schnittufer sieht dann so aus. Wir haben hier die Kraft F1 nach unten. Wir haben hier die Querkraft, die nach unten geht. Wir haben eine Normalkraft, sofern vorhanden, die aus dem Schnitt herausgeht. Und es wirkt hier natürlich auch das Biegemoment. Das wäre das linke Schnittufer. Die Kraft F1 hat zum Schnitt, wenn wir ihn maximal nehmen, natürlich genau den Abstand A. Dann wäre da eben der maximale oder das maximale Biegemoment, wenn wir den maximalen Abstand nehmen. Du könntest aber auch sagen, du willst hier schneiden, dann ist es eben nicht am Abstand A, sondern 3/4 A. Dann ist es aber auch nicht der maximale Biegemoment. Hier können wir dann wieder unsere Gleichgewichtsbedingungen aufstellen im Schnitt. Summe aller Fx muss ja wiederum 0 sein. Wir haben aber nur eine Fx-Kraft, die ist die Normalkraft, die aus dem Schnitt herauskommt. Und dann sehen wir schon, dass wir keine x-Kräfte haben, somit haben wir aber auch keine Normalkräfte hier. Das nächste wäre dann die Summe aller Fy, muss ebenfalls 0 sein. Und Fy ist dann eben minus F1 minus die Querkraft, die im Schnitt wirkt. Und könnte man dann berechnen. Ja, also dann sehen wir natürlich, dass die Querkraft genau die negative F1 ist, also minus 12 kN. Die interessiert uns ja hier eigentlich nicht. Wir wollen natürlich das Biegemoment hier berechnen, das Biegemoment um den Punkt X hier drin. Muss ja ebenfalls 0 sein. Als Biegemoment kommt die Kraft F1 in Frage. Die erzeugt einen positiven Drehmoment, wenn wir uns wieder hier an unser Koordinatensystem erinnern. Also F1 mal den Abstand, der ist natürlich A, wenn wir es maximal nehmen, und plus das Biegemoment, das hier wirkt. Aus der dritten Gleichung hier können wir uns jetzt natürlich das Biegemoment berechnen. Und es wäre natürlich das Biegemoment im Punkt 1, wenn wir so wollen. Es ist aber aufgrund der Fläche im Querkraftverlauf maximal und berechnen tun wir das eben durch Umstellung, dann ist es die minus F1 mal den Abstand, dann brauchen wir das Ganze ja nur berechnen. Wir haben die F1 gegeben mit 12 kN, machen wir 12.000 Newton draus, mal den Abstand, der ist A eben 0,25, das Ganze negativ. Somit wäre unser Biegemoment im Punkt 1 gegeben mit minus 3000 Newtonmeter.
Und minus 3000 ist einfach nur die Richtung hier aufgrund des linken Schnittufers. Prinzipiell arbeiten wir jetzt mit dem Betrag des Biegemomentes weiter. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Biegespannung betrachten, und zwar die maximale, da wir ja mit unserem maximalen Biegemoment arbeiten, nehmen wir ja hier nicht minus 3000 an, sondern plus 3000, also den Betrag davon. Wir müssen das Ganze aber noch umformen auf Newton-Millimeter, also mal 10 hoch 3, und dividieren das dann durch den Widerstandsmoment, weil wir wissen ja, dass das Biegemoment definiert ist als, dass die Biegespannung definiert ist als Biegemoment durch unseren Widerstandsmoment. Und der Widerstandsmoment hier, es handelt sich ja nur um einen einfachen Balken oder um eine einfache Welle mit einem Durchmesser von 50 mm, haben wir hier natürlich unser Wx. Ja? Und das Wx ist ja definiert als Durchmesser hoch 3 mal Pi 32. Das heißt, das brauche ich jetzt auch nur noch hier einsetzen. Durchmesser ist gegeben in 50 mm, da ich diese Newtonmeter auch in Newton-Millimeter mit den 10 hoch 3 umgewandelt habe, setze ich jetzt einfach 50 ein, das Ganze hoch 3 mal Pi und dividiere das Ganze durch 32. Es empfiehlt sich hier vielleicht, je nach Taschenrechner, dass du hier eine Klammer setzt. Mit der Berechnung kriege ich dann ein maximales Biegemoment heraus und das ist 244 Newton pro Quadratmillimeter. Und das entspricht natürlich ebenfalls 244 Megapascal. Wenn dir das Video gefallen hat, lass noch dein Like und dein Abo hier. Dann sehen wir uns auch gleich im nächsten Video.